Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und auch Salvete Spectatoris, zu einem Preview von mir, dem Tante Günther, auch bekannt als Günther Shadow. Wir gucken heute in den neuen DLC zu Total War Saga Troy. Memnon und Rhesus heißt er. Und wir spielen heute den Rhesus. Bezeichnenderweise ist der Rhesus-Faktor nach ihm benannt und auch der Rhesus-Affe, also der Rhesus-Faktor ist nicht direkt nach ihm benannt, sondern nach dem Affen. Und der Rhesus-Affe ist nach ihm benannt worden. Da gibt es aber keinen direkten Zusammenhang. Ihr kennt das bei meinem Kanal, wir reden auch immer ein bisschen über die historischen Hintergründe und so ein bisschen über die Trivia. Heute gucken wir uns diesen Herrscher von Thrakien an und da gibt es viele Anknüpfungspunkte, die den ganz interessant machen. Und ich habe gedacht, wir reden einfach mal drüber. So, also. Mit diesem DLC kommen zwei neue Helden zu der Trojaner-Fraktion dazu. Sowohl Memnon als auch Rhesus sind als Trojaner hier deklariert. Und Rhesus hat einen sehr schweres Schicksal erlitten, bevor er überhaupt wirklich in den Kampf eingreifen konnte und die Troer retten konnte, wurde er schon durch ein, er wurde nicht direkt durch ein göttliches Schicksal dahin gerafft, sondern, irgendwie hatten die Götter da auch ihre Finger mit im Spiel. Eigentlich war es Diomedes, aber der Reihe nach. Rhesus, der furchterregende thrakische Held, der Sohn der Bergmuse Euterpe, führt eine Armee aus unzähligen wilden Stammesleuten für Troja zu Felde. Und eigentlich sollte er die Troer ja retten. War, the greatest craft there is. Ja, das kann man so sagen. Wir sehen schon hier, er sieht sehr, er sieht sehr wild aus. Etwas, was man den Thrakern hin und wieder ja mal nachgesagt hat und als berühmter Held der Thraker, als berühmter König der Thraker, befehligte er einen legendären Streitwagen und war im Besitz der legendären thrakischen Rösser, die eigentlich, wie gesagt, den Troern den Sieg schenken sollten. Dazu ist es ja bezeichnenderweise nicht gekommen. Spoiler-Alarm hier, aber wir werden natürlich versuchen, dem Schicksal der Götter entgegenzusteuern und den Spieß umzudrehen und uns die Gunst der Götter auf andere Weise zu sichern. Und natürlich haben wir hier auch einen Streitwagen von Anfang an, das finde ich schon mal sehr gut. Eine sehr mächtige Einheit. Streitwagen sind overpowered in diesem Spiel, machen Spaß. Und noch mehr macht diese Kampagne Spaß, wenn man sie auf leicht spielt. Das mache ich heute. Ich will einfach ein bisschen vorankommen in den 75 Runden, die ich euch heute zeigen kann. Ist aber auch tatsächlich nicht so wild. Wenn wir jetzt masochistisch spielen würden, würden wir es auf sehr schwer oder legendär spielen. Das hat aber jetzt für dieses Preview keinen Mehrwert. Insofern, wir sehen das jetzt einfach mal so. Ich versuche das so ein bisschen zusammenzufassen. Was kann der also? Er hat einzigartige Heerscharenarmeen, die er aus Waldregionen beschwören kann. Das sind aber keine Armeen im klassischen Sinne. Die können zum Beispiel nicht verstärken. Die haben andere Einsatzgebiete, die wir kennenlernen werden. Er kann thrakische Rituale durchführen. Dafür hat er keine Spione und keine Priesterinnen. Kann sich also hier anderweitig betätigen und diese Rituale werden wir auch noch kennenlernen. Seine Einheiten kommen eigentlich nicht mit Schilden daher und das heißt also normalerweise, wenn ihr den auf einer sehr hohen Schwierigkeitsstufe spielt, werden die Fernkampfeinheiten eure Armee einfach nur niedermetzeln, weil ihr keine Schilde habt. Deswegen spielen wir das auch auf leicht, weil dann überleben die ein bisschen länger und man sieht ein bisschen mehr. Interessanterweise, also Krieger von Pangeo, Zweihand-Axt-Infanterie, eigentlich auch, wie gesagt, auf sehr schwer keine wirklich gut spielbare, also Zweihand-Äxte generell eigentlich keine wirklich gut spielbare Einheit, aber hier eine Spezialeinheit, auch das wieder so ein Grund. Die Stuten des Diomedes, das ist eine Anspielung auf die Art und Weise, wie Rhesus umgekommen ist, denn Diomedes hat ihn umgebracht, aber interessanterweise ist die Namensdeklaration hier irgendwie in meinen Augen nicht so ganz stimmig, denn eigentlich müssten sie die Stuten des Odysseus heißen. Aber dazu später mehr. Wir haben die Ergebnisse von Salmoxis und wir haben außerdem noch die Dorn von Thrakien. Auch mit denen sollten wir uns hier beschäftigen. Das sind unsere Elite-Einheiten. Das sind aber nicht die Einheiten, die wir alle am Anfang haben. Wir haben nur eine Streitwagen-Einheit am Anfang, aber das reicht schon. Das macht einfach unfassbar Laune. Vor allen Dingen, guck mal, plus 4 Zufriedenheitsbonus fraktionsweit durch seine Herkunft. Wahnsinn. Plus 5 Sturmangriff auf alle Einheiten. Das heißt also, wir werden hier tatsächlich mal sehen, dass Sturmangriff auch zu was gut sein kann. Auf niedrigeren Schwierigkeitsstufen. Und wir werden
plus 3% Nachschubrate bei der Armee des Helden haben. Auch das ist doch was Nices, oder? Wir starten direkt in die Kampagne rein, ohne Umschweife, machen königlichen Erlass und wir gehen einfach nur hier auf diesen Bereich, denn wir wollen ein bisschen was, also wir wollen ein bisschen was erreichen in diesen 75 Runden, die wir haben. Und wenn wir einfach nur die ganzen Standard-Ressourcendinger durchforschen, dann kommen wir da nicht besonders weit. Hier oben seht ihr übrigens die zahllosen Scharen, die man jetzt herbeirufen könnte. Die Einheiten kann man hier also auswählen, ja. Kostet Nahrung und Hingabe und einen runden Unterhalt. Ist also vielleicht ganz stimmig hier, sich so eine schöne Horde zusammenzubasteln. Aber jetzt am Anfang kriegen wir das halt natürlich noch nicht hin. Wir müssen erstmal diese Hingabepunkte sammeln. Ne? Also das tun wir jetzt mal zuerst. Ne? Und damit wir mit der Hingabe noch ein bisschen weiterkommen, machen wir unsere erste Schlacht gegen Deleon. Und kommen damit unserer Siedlung hier ein bisschen näher. Aufstellung, das habe ich ja mal gesagt, in dem Spiel ist eigentlich für die Katz, braucht ihr keine Zeit mit zu verschwenden, denn ihr könnt sowieso nie das Terrain so, also ihr könnt es nie voll für eure Zwecke nutzen, insofern bringt euch die Aufstellung auch nichts, es sei denn, ihr werdet wirklich angegriffen, müsst euch irgendwo verteidigen oder so, dann hat es tatsächlich einen Sinn. Aber wir können einfach mal vorlaufen und das Tolle ist, wir haben einen Streitwagen, wir können damit den Gegner sowieso komplett auseinandernehmen. Und Ziel hier für uns ist es eigentlich erstmal nur, an den Gegner ranzurücken, sich so ein bisschen vor den Bogenschützen in Acht zu nehmen, die Rieseneinheit in Stellung zu bringen, damit wir also hier mit unserer Riesenvorhaut hier auf der rechten Flanke entweder rumkommen oder wir machen das mit den Streitwagen und die Streitwagen, die reiben einmal die Fernkämpfer auf und verfolgen danach die flüchtenden Einheiten oder rennen den anderen Einheiten in den Rücken und dann ist das hier relativ ruckizucki vorbei. Eine Sache ganz kurz nur, was mir aufgefallen ist, diese thrakischen Jäger, die sind echt so unfassbar langsam, als ob die schwer gepanzert wären. Also vor dem Hintergrund sollte man vielleicht einfach nur ein bisschen so, ja, also man sollte einfach nur bedenken, mit 33 Punkten Geschwindigkeit sind die einfach unfassbar langsam. Und ich sehe jetzt also bei 15 Punkten Rüstung, sehe ich jetzt auch nicht genau, warum die so unfassbar langsam sind. Ja, ist vielleicht auch einfach noch so ein bisschen der, ja, ist, weiß ich nicht, sie werden vielleicht ansonsten ein bisschen zu stark oder so. Wir spielen das hier übrigens in diesem Fantasy-Modus. Das heißt also, wir haben mächtige Helden, es gibt Zentauren und den ganzen anderen Krempel. Und ja, wir schießen jetzt mal gerade mit den Fernkämpfern drauf. Dafür haben wir die Bogenschützen, ja. So, und dann können wir eigentlich auch schon direkt loslegen mit unserem Held und können ihm hier so ein paar Einheiten auf den Pelz jagen und schauen einfach mal, die Streitwagen müssen auf der Flanke vorbei. Und ja, ihr wisst das bei der ersten Schlacht, ne? Ich zeige mal so ein bisschen, wie es hier aussieht, ne? Wie wir hier unsere Einheiten so nutzen. Einheiten hat keine Munition mehr. Ja, das sind die Schwertkämpfer, das macht aber nichts. Die Schwertkämpfer sollen eigentlich auch erstmal den Helden binden, damit die Streitwagen hier ganz gut rumkommen. Und der ist einfach da durchgerannt und charge jetzt meine Bogenschützen. Das hat er genau ja mal wieder toll hingekriegt, ne? Vielleicht dann doch nochmal ein wichtigerer Grund hier auf einer niedrigeren Schwierigkeitsstufe zu spielen. Nein, Spaß. Also wir schaffen das trotzdem. Wir kommen mit dem mal zurück. Und in der Zeit schreiben wir mal einfach hier die Einheiten auf. Wir können die sowieso wieder verstärken. Also das ist jetzt tatsächlich nicht so dramatisch. Eure Krieger verlieren den Mut. Ja, fantastico. So, Axtkämpfer einmal hier in die Bogenschützen rein. Ja, haben wir ihm wenigstens seine Monstereinheit hier aufgehalten, ne? Okay. Na, was schätzt ihr, wie viel Kills machen unsere Streitwagen? Ich würde mal sagen, so 200 sind wohl drin, oder? Eure Krieger sammeln sich. Oh ja, wow. Und 101 Kills bei den Streitwagen. Interessanterweise auch 112 hier drüben bei denen. So, und wir verstärken direkt wieder. Dann sind unsere Einheiten nämlich direkt wieder fresh. Und wir lassen uns gar nicht lange lumpen. Wir greifen nämlich auch noch sofort die Nebensiedlung an. Wir wollen nämlich möglichst schnell hier unsere gesamte Siedlung auf maximale Stufe bekommen. Und du nimmst hier übrigens den minus 50% Nahkampfabwehr-Debuff. Das ist auch eine schöne Sache. Können wir direkt einsetzen. Um gegnerische Einheiten zu schwächen, das finde ich hier nämlich besonders cool. Tatsächlich
hat er, also hier Rhesus, wirklich die Möglichkeit, mit Debuffs gegnerische Einheiten zu schwächen. Das macht ihn in meinen Augen relativ stark. Und auch hier sehen wir wieder typisches Beispiel dafür, dass die Aufstellungsphase für euch eigentlich nur verschwendete Zeit ist. Was will man hier machen? Man hat sowieso überhaupt gar keine Möglichkeiten, außer hier um diese komischen Schlammpfützen da drum rumzulaufen. Alles andere hat hier auch überhaupt gar keinen Wert. Insofern kann man sich auch langes Taktieren eigentlich komplett schenken. Und versuchen hier einfach nur möglichst solide in den Nahkampf reinzukommen. Ich glaube, das ist eigentlich hier so das Sinnvollste, was wir hier machen können. Vielleicht noch mit unseren möglichst noch leichten Nahkämpfen hier oben rum zu rennen. Und hier unsere Axtkämpfer möglichst schnell in Nahkampf zu bringen. Insbesondere dann hier gegen die feindliche Infanterie oder die feindlichen Fernkämpfer. Die wir eigentlich relativ wenig zu lachen haben. Auch hier unsere leichten Schwertkämpfer haben da eigentlich schon direkt wieder hier ihre Munition verbraten. Du kommst direkt hier rüber und du kannst dann, ja, dann fangen wir doch mal hier die Schwertkämpfe ab, ne? Das ist, glaube ich, auch ganz sinnvoll. Und du gehst einfach hier so, versuch mal hier so durchzukommen. Du läufst hier durch. Easy, komm. Nö. Du machst mal hier schön weiter. Das ist so eine typische Sache. KI versucht immer gerne eure Kavallerieeinheiten mit Infanterie zu jagen. Also merkwürdig, dass das überhaupt geht, aber es ist tatsächlich so. Wir machen wir hier den Bonus an. Genau, nimmst du bitte die Einheit hier noch mit und du gehst hier in den Rücken der Einheiten. Es müsste eigentlich ziemlich verheerend sein. Du hörst mal auf, du rennst nämlich gerade in Nahkampf. Das musst du eigentlich nicht machen. Du reibst den hier jetzt auf und du verfolgst dann einfach auch im Wald ein bisschen weiter. Na, was sagt er? Ich sag 140 Kills diesmal. Interessant ist natürlich wieder eher hier zu sehen, wie die KI uns versucht, mit den Bogenschützen zu kiten. Aber das ist auch tatsächlich gar nicht so wichtig. Wir müssen mich hier in dieser Schlacht, weil das eine Belagerung ist, einfach nur alle gegnerischen Einheiten in die Flucht schlagen und dann haben wir sowieso gewonnen. Und du musst einfach nur den hier in die Flucht schlagen. Mal hier rüber. Und dann haben wir das nämlich ganz, ganz schnell geschafft. Und er wird nichts mehr machen, weil er nämlich gleich sein Army-Loss bekommt. Genau jetzt. Und dann beenden wir das Ding nämlich auch. Oh, 27 Mann Verluste, ne? Das sehe ich gerne. Guck mal, 111 Kills haben sie gemacht. Super, supi, super. Und das hat, glaube ich, wehgetan. Also ihm auch wahrscheinlich. Schön. Unsere erste Siedlung haben wir besetzt. Nehmen wir direkt ein. Und wir merken sofort, oh, guckt mal hier, ne? Also direkt mal einfach nur minus 10 auf die öffentliche Ordnung und nicht minus 20. Da bin ich einfach super, super glücklich. Und wir bauen hier direkt ein bisschen was für die Nahrung aus und wir bauen auch direkt unser Rekrutierungsgebäude aus. Und wir rekrutieren auch was. Nämlich direkt nochmal eine Riesenvorhaut und eine Einheit Axtkämpfer vielleicht oder so. Ich mach die Axtkämpfer mal raus. Kriegen wir die Plänkler noch? Ja, das wird dann doch wieder ein bisschen knapp. Ah, dann nimmst du mal die. Ja, müssen wir auch gucken. Nehmen wir die Axtkämpfer, ne? Nehmen wir die Axtkämpfer auf jeden Fall. Vielleicht, wir ertraden uns noch irgendwo ein bisschen Nahrung oder so. So wird ein Schuh draus. Hat mich zwar ein paar Ressourcen gekostet, ist aber in Ordnung. Wir kriegen dafür halt eine deutlich stärkere Armee. Und weil wir hier in diesem Spiel einfach stärker sind auch als in den meisten anderen Startpositionen hier, werden wir wahrscheinlich auch Siris direkt belagern können. Wenn der nämlich einen Ausfall macht mit den Streitwagen, können wir einfach so viele Einheiten platt machen. Das ist ganz fantastisch. Was hast denn du überhaupt? Gelände erfahren. Ah ja, guck mal da. Geschwindigkeits- und Kampfstrafen aufgrund des Geländes werden von dieser Einheit ignoriert. Das ist eigentlich total wichtig, ne? Also super Sache, auf jeden Fall. Wir bauen direkt aus, ne? Und ja, schauen wir mal, wie geht's denn weiter? 10 Einheiten, eigentlich genau die richtige Idee jetzt hier, um Siris anzugreifen und zu belagern. Nee, auf gar keinen Fall automatisches Gefecht. Nein. Wir belagern das Ding einfach nur so. Sonst machen wir da erstmal nichts. Der göttliche Wille, da haben wir eigentlich noch nicht so viel, was wir machen wollen. Ich bin mal gespannt, was haben wir noch hier? Tragische Rituale, haben wir da irgendwas? Heilige Opfer. Ja, brauchen wir halt immer Hingabe für, ne? Oder eben einen Haufen Ressourcen. Der Zelien, 100 Erfahrung für Garnisonseinheiten pro Runde, braucht kein Mensch erstmal. Was ist das? Plus 1 auf Hingabe pro Runde, ne? Das ist dann tatsächlich wieder ganz gut, weil das gilt für 4 Runden, ne? Dann bekommen wir halt Hingabe.
Also sehen wir halt auch hier wichtige Ressource für Resos. Ne? Hingabe ist das Maß der tragischen Ehrerbietung für die düsteren, blutigen Götter ihrer wilden Heimat. Man merkt hier sehr schön die Darstellung der Griechen. Sie wird für das Herbeirufen der mächtigen zahllosen Scharen aus ihren angestammten Wäldern und für zahlreiche thrakische Rituale benötigt, sogar für die Aufrufung der hellleuchtenden Olympia. Alle Götter erkennen die große Macht an, die aus dieser Ehrerbietung hervorgeht. Da sehen wir einfach hier, wie wir an mögliche Punkte kommen und welche Einheit man dann halt hier eben rekrutieren kann. Ne? Also da kommen die besonderen Einheiten näher. Sicherlich also hier eine sinnvolle und wichtige Investition, aber wir schmeißen jetzt noch nicht komplett unsere Ressourcen raus, sondern wir wollen ja erstmal schauen, wenn wir hier Siris eingenommen haben, müssen wir das Ding ja auch erstmal ausbauen und das kostet halt alles auch nochmal ein bisschen was. Wir wollen dann auch noch Einheiten rekrutieren, auch das ist gar nicht mal so ohne und wir können Siedlungen aufgeben, wusste ich gar nicht. Ne? Also es gibt ein paar Neuerungen, die mit diesem Patch kommen werden, unter anderem auch, ich vermute bei der Diplomatie, da soll auch nochmal was kommen, so ähnlich wie bei Three Kingdoms, ne, dass man halt eben sagen kann, hier so make it work, ne? Also wenn man jetzt hier zum Beispiel, was haben wir da, haben wir jetzt noch das Ultimatum, Gegenangebot, soll, vielleicht übersehe ich es auch gerade, weil ich blind bin, also ich glaube, hier könnte, also es könnte sich auch noch was bei der Diplomatie tun, wäre ich gar nicht mal so abgeneigt, es soll aber viele andere Änderungen noch geben, müssen wir mal schauen. Ach ja, bevor noch hier falsche Vorstellungen aufkommen, ne, mit den zahllosen Scharen kann man leider auch keine Siedlungen einnehmen. Also das ist auch noch so ein Punkt, den man da auf der Rechnung haben sollte. Und ich würde sagen, wir machen jetzt mal die der Celien. Ich glaube, naja gut, wir haben momentan keine Garnisonseinheiten, ne? Also ich meine, wahrscheinlich sind damit Einheiten in der Garnison gemeint. Wir führen das jetzt einfach mal durch, weil wir die 4 Punkte Hingabe gerne haben wollen. Und unser Volk frohlockt. Ja, super. Oh, was habe ich vergessen? Belagerungsbau möglich, interessiert niemanden. Der Cooldown bei diesen religiösen Mysterien ist jetzt auch tatsächlich mit 2 Runden gar nicht so hoch. Ne? Also kann man eigentlich mal ohne Probleme noch ein bisschen abwarten. Die Nebensiedlung baue ich nicht aus. Wir spielen zwar hier auf... Oh wow, angeblich will ich das immer noch nicht eindeutig gewinnen. Okay. Ja, dann warten wir noch eine Runde. angeblich... Ja, dann mach das mal ruhig. Ja, genau, also wir spielen zwar jetzt auf leicht, aber ich habe trotzdem so Bedenken, dass dann irgendwann mal so ein Fullstack um die Ecke kommt und mir dann so eine Nebensiedlung wegschnappt aus irgendeinem dämlichen Grund. Und weil ich darauf momentan keine Lust habe, lassen wir das einfach mal weg und dann spielen wir halt lieber einfach ein bisschen defensiver. Nehmen wir den Nahkampfangriff oder nehmen wir das Wachstum? Ich sag in der Regel erstmal Wachstum eigentlich, damit wir hier noch ein bisschen schneller vorankommen. Und das da machen wir jetzt automatisch. Und dann holen wir uns damit schon mal unsere nächste Siedlung. Und haben dann damit auch die erste Provinz eigentlich komplett. Idealiter sieht es halt so aus, dass er uns angreift und wir dann die Siedlung einfach so wegsnacken können. Die Sachen hier können wir uns... ja, ich weiß nicht. Also die Pferdezucht wäre ganz nett. Mit den Streitwagenarmeen, wenn wir da halt Einheiten rekrutieren können. Das können wir aber momentan noch nicht. Rekrutierungskosten für Einheiten werden günstiger, ist auch ganz gut. Aber wir gehen natürlich hier erstmal auf Zufriedenheit und Wachstum, weil das halt so das Erste ist, was wir brauchen. Dann bauen wir das Ding einmal aus und dann erhöhen wir einmal die Zufriedenheit oder gehen wir direkt hin und erzeugen und nehmen es zusätzliche Wachstum. Das könnten wir eigentlich ja auch mal, weil wir haben eine Garnisonsarmee drin. Ne? Komm, nimmst du 20 Wachstum mit, denn das Einzige, was wir erstmal ausbauen müssen, das sind halt die Hauptsiedlungsketten, beziehungsweise hier die Hauptsiedlungen, die müssen ausgebaut werden. Da brauchen wir die zusätzlichen Gebäudeslots, die sind wichtig. Die Ressourcengenerierung hier, die ist zwar auch nicht zu verachten, aber momentan bringt es uns auch teilweise einfach noch gar nicht so viel. Deswegen können wir das noch so ein bisschen vernachlässigen und ja, wir gucken einfach auch nochmal direkt in die... Achso, wir haben nicht zugewiesene Fähigkeiten. Stimmt, da gibt es ja auch noch was. Nehmen wir das Ding hier, das gibt nämlich auch nochmal mehr Wachstum und gucken wir direkt in die nächste Runde rein. Eumelos hat sich zu uns verirrt. Er wollte eigentlich wahrscheinlich gerade irgendwie auf die Jagd gehen und hat sich gedacht, hey, ich sag hier mal Hallo. Elite-Einheiten, wir kümmern uns trotzdem drum. Und wenn es irgendetwas gibt an diesem Spiel, das ich liebe, dann, dass es fair mit dem menschlichen Spieler umgeht und sich nicht irgendwelche Verteidigungsvorteile auf irgendwelchen dämlichen Hügeln mit Plänkeleinheiten ercheatet oder so.
Aber ich höre heute auf zu meckern, denn wir spielen ja auf leicht und da werden wir auch mit dieser Herausforderung zurande kommen. Es zeigt halt nur wieder, wie wunderbar das ist, dass man hier eine Aufstellungsphase hat, die einem de facto in dem Spiel leider gar nicht so viel bringt. Aber ja, I'm not here to judge. Ist übrigens ganz witzig, hier hinten wird schon angezeigt, was mit den Leuten auf diesem Hügel gleich passieren wird. Aber ja, das ist vielleicht auch nur eine Andeutung, ne? Okay, alles klar, bringen wir uns in Stellung, laufen wir mal los. Versuchen wir auch mal hier. Eure Krieger haben versteckte Feinde entdeckt. Oh nein, das ist natürlich nicht gut. Das Spiel möchte es offenbar, dass ich diesen Hügel stürme, wo meine Gegner einen plus 6er Angriffsbonus bekommen. Ein plus 45er Fernkampfbonus oder plus 25er Fernkampfbonus. Ich weiß tatsächlich nicht, wie hoch die auf leicht sind, aber lächerlich hohen Kampfbonus. Ne? Naja, gucken wir mal, wie wir damit jetzt so klarkommen. Und immer feste drauf, ne? Ihr kennt das. Ja, ja, ja. Ja, können direkt wieder zurück. Komm. Einer eurer Einheiten hat keine Munition mehr. Du kannst sie angreifen. Komm, und da. Und normalerweise sind sie ja nur leichte Streitwagen, ne? Aber okay. Was du da? Raus da. Ah, jetzt muss man hier bergauf kämpfen. Das ist eine Situation, die sollte man in der Regel vermeiden, ne? Die ist gar nicht so gut. Die ist auch nicht so gut, die Position hier, von der aus ihr hier werft. Sollte eigentlich da so sein, dass ihr den Gegnern in den Rücken ballert. Ja, so kennen wir das. Aber sie werden den Mut schon wieder finden. Die gegnerischen Krieger verlieren nämlich auch den Mut. Kommen wir hier rüber. Zack, 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 komm. Oh nein, ich habe die Streitwagen festfahren lassen, ne? Das ist natürlich nicht so schlau, ne? Mach das mal bitte hier auf. Der Sieg ist zum Greifen nah. Ja, das habe ich gehofft. Oh, du bist nicht weitergelaufen. Ich schmeiß auf den. Und gib ihm noch einen Buff. Hey, so nah muss man jetzt auch nicht ranlaufen. Übertreib's nicht, Freund. Okay, pass auf, nimm die Riesen vor Haut und greif hier. Nur Hauptsache, ich behalte meine Streitwagen. Wenn sie ganz weg wären, wäre jetzt auch schade, ne? Ach, guck mal, deine Flänke kommen da wieder zurück, okay. Hallo? Seine Krieger sammeln sich auch, wer hätte es gedacht. Greif hier an, bitte. Okay, der lässt einfach die Riesen vor Haut links liegen. Und sich direkt wieder um die Schwertkämpfe. Ah ne, der ist abgehauen. Okay, alles klar. Ja, dann sage ich nichts, dann ist okay. Ja, beschleunigen wir den ganzen Kram einfach. Ich meine, das ist ja eh gelaufen, ne? Ja, verstärken wir die Truppen. Gezwungenermaßen. Ja, müssen wir dann gleich wieder. Ja, ja, ich weiß, du hast ab. Sauber, cool, alles klar. Fraktion vernichtet, gar nicht mal so schlecht. Und dann kannst du, wie war das hier nochmal? Kriegt man da, außer sollte, ja, alles klar, dann okay. Ja, kriegen wir da wenigstens nochmal Verstärkung. Und dann war's das, glaube ich, auch. Habt ihr euch übrigens schon gefragt, ob es diese nervigen Anfragen des Ressourcentausches noch gibt? Es gibt sie tatsächlich immer noch, aber es ist etwas seltener geworden, muss man tatsächlich sagen. Eigentlich ist Nahkampfabwehr jetzt nicht unbedingt das Aushängeschild von leichter Infanterie, aber in Herrgotts Namen forschen wir es, denn damit können wir uns immerhin noch zwei Erlasse für Nahrung freikaufen. Ich glaube, das könnte sich hier noch halbwegs lohnen. Hier sowas zum Beispiel, wobei tatsächlich, also ich meine, das ist jetzt nicht das Allerschlechteste, aber er bietet mir Stein für Nahrung. Das mache ich jetzt sogar, denn tatsächlich, ich habe relativ wenig Stein und dafür relativ viel Nahrung. Und auch hier würde ich sagen, das können wir tatsächlich auch machen, bin ich sogar auch mit einverstanden. Also, das muss man sagen, das ist ein bisschen sinnvoller. Ne? Es ist auch nicht immer so, hey, gib mir alle deine Ressourcen oder so. Das ist schon besser geworden.
Stimmt, eine Sache, die ich total vergessen habe, die ist auf jeden Fall neu, das Sofortbauen für Gold. Also, dass man die Bauzeiten dieser Gebäude beschleunigen kann. Ich glaube, das ist ganz sinnvoll. Dadurch, dass es Gold kostet, ist es natürlich wirklich echt eine Investition, die man sich vorher gut überlegen muss. Aber ja, also immerhin schon mal eine ganz sinnvolle Änderung in meinen Augen. Jetzt haben wir super viel Nahrung, mit der sollten wir auch noch was machen. Wir haben super viel Holz, damit sollten wir auch noch was machen. Die Steine bekommen wir momentan nur durch unser Tauschabkommen. Interessanterweise, die Missionen könnten noch mal ein bisschen geändert werden. So finde ich denn, also ich meine, ich mache jetzt natürlich noch keine Besprechung, so ist es jetzt gut oder schlecht, aber das ist ja so, das sind ja so generelle Ideen, die ich halt noch hatte, ne? Weil wir haben jetzt den Auslandshandel gekriegt als Mission und ich fühle mich jetzt so ein bisschen verschaukelt, weil wir das halt schon hatten. Aber ist okay, ne? Also ist jetzt auch nicht so wahnsinnig schlimm. Vielleicht reden wir aber nochmal ganz kurz, und das ist vielleicht jetzt auch so in etwa der interessantere Aspekt, aber ganz kurz über den Rhesos und was der mit dem Trojanischen Krieg zu tun hat. Denn ganz interessant finde ich, also vielleicht war Rhesos gar nicht im Trojanischen Krieg vorgesehen. Denn es hat so ein bisschen den Anschein, als sei diese Episode mit Rhesos nachträglich, eingefügt worden. Und zwar ist diese Rhesos-Geschichte, die wir kennen, und ich erzähle sie jetzt einmal ganz kurz, die ist in zwei Fassungen überliefert. Und beide Versionen deuten eigentlich darauf hin, dass sie eigentlich nicht von Homer, also falls Homer wirklich der Autor der Ilias gewesen ist, beide Fassungen deuten darauf hin, dass sie dann trotzdem nicht von Homer geschrieben worden sind. Und zwar, Rhesos, der thrakische König, reich an Silber, reich an Gold. Er soll eine goldene Rüstung getragen haben. Ich glaube, das ist sicherlich auch ins Reich der Mythen zu verbannen, denn Gold ist einfach nicht so ein stabiles Metall, außerdem ja sackschwer. Also warum sollte er eine goldene Rüstung tragen? Was man halt übrigens eher kennt, nur so kleine Randbemerkungen, sind halt so feuervergoldete oder kupfervergoldete Rüstungsteile oder auch mal Ornamente. Aber da vielleicht nochmal in einem anderen Video mehr zu. Ihr habt ja gesagt, ich soll mal ein bisschen was zu den eingesetzten Materialien in der antiken und neuzeitlichen Militärgeschichte sagen. Kommen wir vielleicht nochmal drauf zu sprechen. Auf jeden Fall, im 10. und letzten Jahr des Trojanischen Krieges soll er aufgebrochen sein, um die Troer zu retten. Der Kampfverband der Thraker, die von den Griechen auch, man kann durchaus sagen, schon so ein bisschen gefürchtet waren, hätte tatsächlich dazu führen können, dass sich das Kampfgeschick wendet und dass die Troer nachher tatsächlich noch die Oberhand gewinnen. Aber tatsächlich ist das nicht passiert. Die Troer lagerten, also die Trojaner, ne, ich nenne sie die Troer, ne, also ja, verzeiht mir jetzt bitte, falls ihr jetzt durch diese Begriffe verwirrt seid, lagerten außerhalb der Stadt. Und die Thraker kamen also hinzu und eigentlich war geplant, dass die Griechen das Lager der Trojaner bzw. der Troer aufspüren und sie dort dann niedermetzeln. Sie hatten auch einen Spion, der Trojaner, interessanterweise trojanischer Spion, ne? Ja, ja. Okay, aber ne, ihr wisst ja, woher der Begriff mit dem trojanischen Pferd und so, ne, ist ja klar. Sie haben einen Spion gefangen genommen, Dolon hieß der. Der hat ihnen also die gesamte Strategie enthüllt, die die Trojaner wohl vorhatten, wie die da so gelagert haben und so weiter. Und Odysseus und Diomedes haben sich dann dazu entschieden, in dieses Lager aufzubrechen und dort die Trojaner eben niederzumachen. Allerdings war es so, dass die Götter entschieden haben, dass eben nicht die Trojaner niedergemetzelt werden, sondern die Thraker. Die Götter haben die Griechen in das Lager der Thraker geführt. Und Odysseus sollte daraufhin
die Pferde des Rhesos stehlen. Die tragischen Pferde, die besten Schlachtrösser, die man sich vorstellen kann. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob der Bucephalos auch ein tragisches Pferd gewesen sein soll. Das müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Mache ich vielleicht nachher noch. Bucephalos nur so als kleine Hintergrundinfo, ne? Das Pferd von Alexander dem Großen. Aber okay. Auf jeden Fall, der Odysseus soll die Pferde stehlen. Und der Diomedes, er macht für sich aus, ne? Diomedes, ne? Ihr kennt ihn, der ungestüme Kämpfer, den man ja hier auch spielen kann. Der entscheidet für sich eben, die Feinde niederzumetzeln. Und es gelingt ihm auch. Und das Wichtige eigentlich, das geht ja auch gar nicht so direkt aus dieser Unterhaltung von Diomedes und Odysseus hervor, ist ja eigentlich, dass der Odysseus damit auch eine ganz wichtige Prophezeiung erfüllt. Denn das Orakel hatte verkündet, dass sobald die Pferde der Thraker aus dem Fluss, jetzt muss ich nochmal gleich gucken, wie er heißt, habe ich jetzt gerade nicht mehr auf dem Schirm, sehen wir ihn hier, komm, geh mal rüber, oh, das ist so langsam, ne? Hier, da, wo sind wir? Moment, ich bin irgendwo falsch unterwegs, da müsste er doch irgendwo sein. Ich glaube, das hier ist er, nicht wahr? Boah, Leute, ne, ich bin so verwirrt. Also hier ist Troja, da ist der Skamandros oder auch Skamander genannt, ne? So nennt man diesen Fluss, der hier fließt und das Orakel hatte geweissagt, wenn die Pferde der Thraker aus dem Fluss Skamandros getrunken hätten, dann wären die Troer unbesiegbar gewesen. Und das war natürlich eine Prophezeiung, die sich nicht erfüllen durfte. Die Götter standen ja dann doch eben auch ganz deutlich auf der Seite der Griechen. Und damit sich diese Prophezeiung hier nicht erfüllen konnte, mussten halt eben diese Pferde gestohlen werden, damit sie gar nicht dazu kamen, hier von den Thrakern oder von den Trojanern eben im Fluss Skamandros oder am Fluss Skamandros eben gedrängt zu werden. Jetzt kommen wir zu diesen zwei unterschiedlichen Fassungen noch, die es gibt. Also das ist halt, diese Sage ist in zwei Teilen überliefert. Und zwar einmal durch, jetzt, warum scrollst du so dumm daher? Egal, ja. Ja, wir werden das irgendwie hinkriegen, ne? Gut, aus irgendeinem Grund findet das Spiel das jetzt momentan lustig, hier näher ranzuzoomen, wenn ich scrolle, aber ist okay. Wird wahrscheinlich noch behoben werden. Die eine Sage kennen wir von, also von Euripides, der legendäre Tragödienschreiber, Elektra, Iphigenie, also er gehört einfach zu einem der, ich würde mal sagen, der am meist aufgeführten Tragödienschreibern der Welt, also ein Wahnsinnsgenie auf jeden Fall, der hat eine dieser Fassungen überliefert. Allerdings muss man sagen, er hat halt im 5. Jahrhundert gelebt und wenn er derjenige war, der das tatsächlich erstmal so authentisch überliefert hat, dann das ist kein Garant dafür, dass Homer sich diese Sage wirklich so ausgedacht hat. Das andere Problem ist nämlich dabei, und das hat was mit dieser ersten Überlieferung zu tun, angeblich überliefert eben im 10. Buch der Ilias, dieses 10. Buch soll aber eben erst im 6. Jahrhundert vor Christus verfasst worden sein. Damit würde es eigentlich eine Autorenschaft Homers ausschließen, wäre damit wahrscheinlich erst später in das Werk eingefügt worden. Kleine Randnotiz noch zu Euripides. Ich glaube, er soll 90 Dramen geschrieben haben. 19 davon sind überliefert. Also absolut Wahnsinn. Ja? Ein Wahnsinnstalent. Und es ist also jetzt insofern die Frage, ist es halt wirklich, also die Frage ist jetzt, ändert das irgendwas daran? Ja? Also wir wissen heutzutage, viele dieser Gestalten, die in der Ilias vorkommen, sind entweder mythisch überhöht oder Sagengestalten per se. So ist es eben auch bei Rhesos hier. Also er wird als ein Held hier angeführt, der, und das ist ja das wichtige Element, der einer göttlichen Prophezeiung dient oder zumindest hier der eigentlich ja nicht wirklich die Menschen sind ja nicht wirklich die handelnden Subjekte in diesen Dramen,
sondern sie sind ja eher die Objekte, die dem Willen der Götter schutzlos ausgeliefert sind. Und ähnlich ist es halt auch hier. Insofern ist es tatsächlich nicht wirklich, also nicht wirklich faktisch, ne? Also auf so einer empirischen Ebene ist es nicht wirklich faktisch von Belang, ob das später in die Ilias eingefügt wurde. Aber man sieht sehr gut, wie kritisch man mit diesen älteren Texten umgehen muss, insbesondere wenn das halt mehrere Bücher sind, die zusammengefügt sind oder zusammengefügt sein könnten, ne? Sodass sich dann eben ein Gesamtwerk daraus ergibt, was man eben bei der Ilias ja immer wieder in Frage stellt, ob das wirklich auf eine einzelne Autorenschaft eben zurückzuführen ist. Und da ist das dann natürlich wieder, wenn man das überprüfen will, ist das dann ein relativ wichtiger Baustein in dem Gesamtkontext, den man hier halt beachtet. Trotzdem eine Erzählung, die immerhin auch in die allgemeine, wirklich mal so vielleicht im antiken Sinne populäre Kultur übergegangen ist. Also es gibt auch Darstellungen dieser Szenen. Also es sind, ich glaube, zwei Kratere oder Vasen, bin mir jetzt nicht mehr sicher, sind überliefert, wo diese Szene eben dargestellt wird. Insbesondere eben der Pferderaub durch Odysseus wird dort dargestellt. Und ja, also es ist eine, Rhesus ist eine spannende Geschichte. Kleine Randnotiz noch ganz zum Schluss jetzt. Ich hatte das ja vorhin noch erwähnt, dass Jean-Baptiste Audebert, der den Rhesusaffen benannt hat, ja später eben, oder diese Affenart eben nach dem König Rhesus benannt hat. Er hat aber, glaube ich, dieser ganzen Benennung keine tiefere Bedeutung beigemessen. Aber es ist insofern wieder interessant, weil damit ja eben Rhesus indirekt zum Namensgeber für den Rhesusfaktor wurde. Und insofern lebt dieser tragische König heute immer noch fort und ist also, ja, doch eine spannende Geschichte, wie ich finde. Und ich zeige euch morgen noch ein Video, da gucken wir uns den Rhesus nochmal ein bisschen an, wie das weitergelaufen ist. Ich bitte noch um Verständnis dafür, dass ich da jetzt heute so ein bisschen durchgespuchtet bin, aber ich darf nur 4 Videos in diesem Format ungefähr machen. Ich darf nur 75 Runden zeigen. Insofern bin ich natürlich ein bisschen unter Zeitdruck. Trotzdem freue ich mich natürlich, wenn ihr dieses Video positiv bewertet. Es wird bald auch wieder einen Livestream geben mit mir. Allerdings ohne diesen neuen DLC, sondern wir werden dann jetzt am Freitag, wenn mein nächster Livestream kommt, werden wir Europa Universalis 4 spielen im Community Multiplayer mit euch. Ich freue mich natürlich, wenn ihr da reinschaut. Und freue mich auf eure Teilnahme. Und wünsche euch alles Gute. Sage bis bald. Macht's gut. Pax vobiscum. Valete. Charete. Bis morgen.